So, da wären wir wieder. Kritischer Moment ist nicht mehr weit weg. 16 Tage noch. 15 jetzt. Das heißt, wir gehen gleich vom Warp runter und hoffen dann, dass wir irgendwie eine Umlaufbahn hinbekommen mit 60 Einheiten im Tank. Das echt nicht viel ist. So, Warp runter. Runter, sag ich. Okay, Ticken hoch, nicht viel. Und gleich Kontakt. Und zwar 3, 2, 1 jetzt. Oh, 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 das sieht gut aus. Das könnte machbar sein, okay. Also wir müssen zur Periapsis und wir müssen da nicht Schub geben, sondern Gegenschub. Und zwar 600 Meter die Sekunde. Das schaffen wir auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Können wir irgendwie Minmis treffen? Quatsch, doch, das ist Minmis. Ja, ich glaube, das wäre irgendwie sinnvoller. Also, dass wir versuchen, von Minmis eingefangen zu werden und dann hier irgendwo langfliegen und ein bisschen Ping-Pong spielen, um Geschwindigkeit zu verlieren. Okay, du musst erstmal weg. So, jetzt hätte ich gerne Manöver. Und zwar eins, das sowas macht. Und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo was anderes treffe. Nö, nicht wirklich. Okay. Manöver in die Richtung. Und zwar 100 Meter die Sekunde dürften wir hinbekommen. Aber wir werden auch da nirgendwo eingefangen. Okay. Dich. 100. Warum bin ich jetzt auf der Linie? Ich will nicht auf der Linie, ich will auf die Linie zurück. Okay, weg. Manöver. Da verlasse ich bloß die Umlaufbahn. Nö. Es wird einfach nichts. Mist. Du brechen. Gegenkurs. Set as Target. Du. Wir haben nicht mal irgendwo einen Kontaktpunkt, wo er sagt, hier ist der nächste Punkt zu Minmis von dir aus. Ah, das kannst du ein bisschen beschleunigen. Also genau das Falsche machen, sind wir da in der Nähe von Minmis. Das ist schon wieder viel zu viel. Zack. So. Nö, das klappt so alles nicht. Das heißt, der nächste Plan ist jetzt. Wir fliegen bis zur Periapsis, verballern da all unseren Treibstoff und schmeißen dann den Kannibalen raus. Und gucken, was mit dem Kannibalen passiert. Also ob er genauso auf dieser Flugbahn weiterfliegt oder nicht. Warum gebe ich jetzt schon Schub? Das war doof. Aber es macht eh keinen Unterschied. So. So. Und SAS aus. Schub. SAS an. Schub ist gleich weg. Da ist sie. Die kleine blaue Perle. Wo der arme Kannibale nur hin will. Treibstoff ist gleich weg. Wir haben nicht mal ansatzweise irgendwas gemacht.
Ah, jo. Schub aus. SAS aus. Einmal rumdrehen. So. Kannibale. Zu. EVA. Loslassen. Ne, ich sag. EVA. So, runterkrabbeln, runterkrabbeln, runterkrabbeln. Und du fällst weg. Ist okay. Das Ding entfernt sich jetzt nämlich. Und du bist einfach nur da. Das ist auch nur Warp 1. Hast aber anscheinend dieselbe Umlaufbahn. Also wirst auch du irgendwann verschollen werden. Ich gehe jetzt mal ins Space Center. EVAs. Da ist ein EVA. Ja. Können wir hier die Zeit beschleunigen? Das ist schade. Aber ja, dieser Typ fliegt jetzt mit 800 Meter die Sekunde in die Richtung. Okay, Herausforderung angenommen. Wir bauen jetzt eine Rakete und fliegen dem Typen hinterher. Nicht abort, nein, 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 wir wollen hier raus. Wir wollen dich nehmen. Duna Risky Rescue 1.3. Ja, ist okay. Speichern. Starten. Jo. Bill Kotkörmer muss weg. Wer auch immer hier drin ist, muss gleich raus. So. Newbie Kerman. Du. Genau du. Raus mit dir. Weg mit dir. Ah, Pong. So. Ist mir auch egal, was mit dir jetzt passiert, denn wir müssen einen anderen Kerbonauten retten, der wichtiger ist. Switch to. Nicht Länder. Nicht Set as Target. Switch to. M. Schub war 66% okay, weil wir die Feststoffbooster haben. SAS an. 3, 2, 1, Start. Ich habe keine Ahnung von der Physik her, ob das, was wir jetzt machen, groß möglich ist. Weil während wir jetzt hier langsam mit 50 Meter die Sekunde hochgurken, rast ja der arme Kannibale mit 800 Meter die Sekunde aus der Umlaufbahn von Kerbin raus. Aber ich hoffe einfach das Beste. Das heißt, wir werden jetzt ganz normal versuchen, erstmal hochzukommen, eine Umlaufbahn hinzubekommen. Obwohl, das müssen wir gar nicht. Wir müssen einfach erstmal nur hoch. Das heißt, wir warten jetzt, bis die Feststoffbooster weggesprengt werden. Wenn die weg sind, habe ich eine Weile Zeit. Dann kann ich auf die Karte gucken, wo genau wir überhaupt hinziehen müssen. So, Feststoffbooster sind weg. Absprengen. Und sie haben diesmal nichts abgerissen. Sehr schön. Mehr Schub. Wird aufgefangen. Hitze müsste bei dem Punkt okay sein. So. Wo ist unser Kannibale? Da oben. Kannibale, Kerman. Set as Target. da hinten müssten wir hinzielen. Was kriegen wir hin? Karte aus. Das ist extrem. Also wenn man das so betrachtet. Wir sind mit dem Kannibalen hochgeflogen. Wir kamen davon nicht weg. Ich habe versucht, eine unbemannte Sonde hochzuschicken. Die ist gescheitert, weil sie nicht ordentlich docken konnte. Dann haben wir zwei andere Jungs hochgeschickt. Die haben ihn geholt, haben sich jetzt geopfert. Warte. Warum opfern die sich? Switch to. Ah, okay. Ich kann nicht zu denen switchen, während sie in der Atmosphäre sind. Ich habe gerade überlegt, wir können die anderen beiden ja auch einfach rausschmeißen. Und die dann nach und nach einsacken. Aber ja. 13.000 Metern, ordentlich Geschwindigkeit. Treibstoff ist nicht mehr so prickelnd. Aber ist okay. Gleich sind die hier wieder weg und ich stehe wieder vor der Entscheidung, ob ich mit denen weiterbrenne oder nicht. Aber ich entscheide mich dagegen. So, wir müssen jetzt
eigentlich einfach immer weiter in die Richtung rennen, aber das klappt nicht. Oder klappt das doch? Können wir einfach durchgehen in die Richtung brennen? Das habe ich noch nie probiert. Also wir brennen jetzt einfach durchgehend mit unserem Treibstoff immer geradeaus. Die Anziehungskraft nimmt ab mit dem Abstand zum Quadrat. Also dürften wir irgendwann, wenn wir nur geradeaus fliegen, auch die Anziehungskraft von Kerbin verlieren. Ha. Und das wäre ungefähr die Richtung, wo wir hin müssen. Aber es wird nicht treibstoffeffizient sein. Ja, okay, kippen. Kippen, 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 kippen. Da sind wir nämlich schon auf 50.000. So. Gegensteuern, gegensteuern, gegensteuern. Wow, wow, wow. Nicht Schub geben, wenn es im Orangen ist. So. So. Und der Treibstoff. Treibstoff sagt 60%, aber das wird wieder nicht reichen für eine ordentliche Umlaufbahn. Was sagen unsere Jungs? Unsere Jungs fliegen lässig mit 19 Millionen Kilometern Höhe. Und schneller als wir an uns vorbei. Obwohl, die haben nur 800 Meter die Sekunde. Das haben wir auch gleich. Wir werden noch wesentlich mehr bekommen. Also ja, doch, wir dürften sie auf jeden Fall einholen können. Das heißt, die Umlaufbahn ist jetzt ziemlich wichtig. Gehen wir noch einen Ticken höher, weil 60.000, 70.000... ein bisschen wenig. So. Oh, 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 oh. Komm. Das ist okay. So, 60.000. Treibstoff sagt langsam meh, meh, meh. 65.000 gleich ist nicht so toll. Ah, dazu kommt noch, dass wir dann alles gleich mit denen machen müssen. Oh ja, das kriegen wir hin. Diesmal müssen wir nicht eine Pistole nachfliegen, wir müssen einfach nur kurz vor die Haustür und dann wieder umdrehen. So gut das Umdrehen halt geht. Im All. 70.000. Ist okay, gleich müsste Musik einsetzen. Treibstoff ist bei 20%. Umlaufbahn dauert noch eine ganze Ecke. Deswegen Schub runter. Warten. Und unseren letzten Treibstoff dann genau da verballern, wo es am meisten bringt. Nämlich kurz vor der Apoapsis. Und da ist auch die Musik. Sehr schön. Na. SAS an. Ganz leicht warpen. Bei 30 Sekunden vor uns hören wir auf. Jetzt. Schub. SAS kurz aus. Genau auf die Linie. Und an. Treibstoff. Treibstoff, ja, ist nicht viel. Aber ich hoffe, das bringt in den paar Sekunden, die wir noch haben, schön viel. 23, 22. 20 Sekunden noch weit weg. Wir werden auf jeden Fall gleich hochziehen müssen. Sonst rast die Apoapsis an uns vorbei. Ja, SAS aus. Hochziehen schon mal. SAS aus. Und alle absprengen. Schub auf Max. So, Apoapsis haut von uns ab. Das heißt, wir können schräger gehen. SAS an. Oh, dann schön auf die Linie. So. Und mit 4 Triebwerken geht das gar nicht mal so schlecht. Fällt mir gerade auf. Wir haben nämlich gleich eine Periapsis. Sagen unsere Jungs. Pushen langsam an uns vorbei. Und Periapsis ist gleich da. Da ist die Periapsis. Ja, doch, hier ist gut. Viel. So, wir wollen aber jetzt gar nicht dahin, sondern wir wollen da hinten hin. Also gehen wir hier. Manöver. So. So. Wir werden da vom Mund eingefangen.
lassen uns vom Mund einfangen, drehen einmal rum, drehen andersrum rum und versuchen dann auf die Umlaufbahn zu kommen? Nee, ich denke irgendwie nicht. Ich denke, wir versuchen einfach nur rauszukommen.